To St. Michael the Archangel Church today, we pray the Holy Mass in German, and today this is our intention with the whole Church in the world to pray for peace. Therefore, the Holy Mass in German will be celebrated from the formula for peace, the Holy Mass for peace. Herzlich willkommen im St. Michael in Bridgeport. Heute feiern wir die Heilige Messe um Frieden und Gerechtigkeit. Das ist das Anliegen, was wir heute in besonderer Art und Weise vor Gott bringen. Diese Heilige Messe will uns verbinden. Hier in Bridgeport, in Amerika, in Deutschland und überall. Lass uns um den Frieden in der Ukraine bitten, in allen Ländern und an allen Orten, bei allen Menschen, die gerade jetzt unser Gebet brauchen. Wir beten heute auch um den ewigen Frieden für die verstorbene Pauline Leichten. Das ist die Messintention heute. Herr, gib Frieden denen, die auf dich hoffen. Erhöre das Gebet deiner Diener und führe uns auf dem Weg der Gerechtigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Am Anfang der Heiligen Messe bitten wir den Herrn um sein Erbarmen. So bringen wir zu ihm unsere Herzen, unsere Gebete, unsere Anliegen, alles, was uns jetzt bewegt. Und das bringen wir hier zum Altar Gottes. Du bringst uns die Vergebung des Vaters, Christa Jesu. Du sendest den Geist der Einheit, Christa Jesu. Du zeigst die Wege zur Versöhnung, Kyrie. Du rufst alle Menschen dir zu folgen, Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Gütiger Gott, dein Sohn hat jene selig gepriesen und deine Kinder genannt, die für den Frieden wirken. Gib uns die Bereitschaft, immer und überall für die Gerechtigkeit einzutreten, die allein den wahren Frieden sichert. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Die Lesungen für die heutige Messe habe ich vom Tage genommen. Das ist also die Lesung vom Samstag. Wir haben immer noch Samstag und
Das Wort Gottes für den heutigen Tag hat mich sehr angesprochen. Das heißt, ich möchte mit Ihnen, mit euch, dieses Wort Gottes jetzt betrachten. Die erste Lesung ist aus dem Jakobusbrief. Schwestern und Brüder, ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer fröhlich, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht auf der Erde. Und er betete wieder, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Meine Schwestern und Brüder, wenn einer bei euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zur Umkehr bewegt, dann sollt ihr wissen, wer einen Sünder, der auf Irrwegen ist, zur Umkehr bewegt, der rettet ihn vor dem Tod und deckt viele Sünden zu. Wort des lebendigen Gottes. Mein Beten steige vor dir auf, wie Weihrauch, Herr, vor deinem Angesicht. Herr, ich rufe zu dir, eile mir zu Hilfe. Höre auf meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. Wie ein Rauchopfer steige mein Gebet vor dir auf, als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. Herr, stell eine Wache vor meinem Mund, eine Wehr vor das Tor meiner Lippen. Mein Herr und Gott, meine Augen richten sich auf dich. Bei dir berge ich mich, gieß mein Leben nicht aus. Mein Beten steige vor dir auf, wie Weihraucher vor deinem Angesicht. Halleluja, 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 Halleluja. Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart. Halleluja, Halleluja. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir. In jener Zeit brachte man Kinder zu Jesus, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und Jesus nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, meine lieben Freunde, diese heilige Messe soll uns tatsächlich im Gebet verbinden. Egal, wo man jetzt ist, egal, wo man lebt, ob hier in Amerika oder bei Ihnen in Europa, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten oder sogar an der ukrainischen Grenze. Wir haben heute eine Familie, die mit uns betet. Sie leben immer noch da. Diese heilige Messe und das Gebet verbindet uns alle. Es ist eine traurige, tragische Stunde für uns Menschen. Jeder Krieg ist eine Tragödie. Und vielleicht noch vor einigen Wochen hätte keiner daran gedacht, dass es doch möglich ist. Vielleicht waren wir alle naiv, blauäugig, vielleicht von der Politik vertäuscht. Alles, was da passierte, alles, was war und was ist, ist eine Tragödie. Deshalb, gläubige Menschen, Sie und ich und wir alle, wir sind in dieser Stunde besonders eingeladen, zu unserem Gott zurückzukehren. Die ganze Kirche lädt uns ein, im Gebet zu verweilen. Für alle Menschen, die betroffen sind, für alle Menschen, die leiden. Und nein, sogar für uns hier in Amerika, immer wenn ich höre, das ist doch weit, das ist nicht unser Krieg. Nein, das ist falsch. Der Krieg betrifft uns alle, mehr oder weniger. Der Unfriede, das Leiden, das Sterben so vieler Menschen betrifft uns alle. In dieser Stunde sind wir eingeladen, zu sein wie die Kinder. Schauen Sie mal, heute in den Gebeten, im Messbuch und sogar in das Wort Gottes, in den Lesungen, hören wir über Kinder. Gott zeigt uns, dass nur Menschen wie Kinder, dass nur sie in der Lage sind, ehrlich vor Gott hinzutreten und zu beten. Heute hatte ich die Katechese mit meinen Erstkommunionkindern und sogar die Kleinen. Wir sprachen über Sünde. Wir bereiten uns auf die erste Beichte vor. Und als ich gefragt habe, habt ihr eine Idee, was eine Sünde ist? Die Kinder haben sofort gesagt, Krieg, Krieg. Wenn die Menschen sich töten, wenn sie Menschen sich das Böse antun, das ist Sünde. Und tatsächlich, jeder Krieg ist Sünde. Ist die Sünde gegen die menschliche Freiheit, gegen die Gerechtigkeit, gegen den Frieden, gegen uns. In dieser Stunde spielt es keine Rolle, ob wir in Europa oder in Amerika, in Polen, an der ukrainischen Grenze oder selbst in der Ukraine leben. Die Situation betrifft uns alle. Und deshalb, meine lieben Freunde, diese heilige Messe, Sie sehen, ist schon eine Bußfarbe, obwohl es keine Fastenzeit gibt. Aber diese Gebete, alles, was die Kirche uns schenkt, das Gebet um Frieden und Gerechtigkeit, das alles soll uns zum Umkehr einladen, zur Umkehr, um darüber nachzudenken,
ob ich in meinem Leben Frieden stiften kann und will. Ob ich keinen Menschen verletze mit meinen Worten, Gedanken und bösen Taten. Ob ich für andere Menschen bete, opfere. Ob ich helfe. Ob ich wirklich da tätig bin, wo man mich braucht. Heute gibt es keine Grenzen, keine Sprachenunterschiede. Nein, es ist eine Stunde, gemeinsam aufzustehen und zu sagen, nein, das geht nicht. Man kann nicht einfach über die Grenze mit Soldaten und Panzern gehen und Tod stiften. Man kann das nicht machen. Friedensstifter, das sind die Menschen, die für andere Menschen beten, Buße tun, opfern und helfen. Sogar wenn wir jetzt vielleicht ganz weit von der Ukraine sind, betrifft uns das alle. Ich erinnere mich an meine schöne Zeit in der Ukraine. Meine Gemeindemitglieder in Duisburg kennen die Geschichte noch. Von Duisburg aus war ich einige Male in der Ukraine zu lernen und zu lehren. Die Ukraine war eigentlich der erste Punkt, der mich als Wissenschaftler aufgenommen hat, gerade da, wo es Krieg herrscht. Ich habe so viele gute Freunde da. Menschen, die unter unmenschlichen Umständen leben müssen. Menschen, die nicht wissen, ob es einen Morgen, einen nächsten Tag für sie gibt. Menschen, denen ihre Zukunft und Zukunftspläne brutal genommen wurden. Liebe Freunde, lasst uns für diese Menschen beten. Lasst uns jeden Tag unsere Stimme erheben, Gott bitten. Nur Gott kann uns hier helfen und den Frieden uns wieder schenken. Ich lade Sie recht herzlich ein, egal wo Sie sind, egal wo Sie leben und mit uns beten, dass Sie in dieses Gebet hineinsteigen und dass Sie in Ihr Gebet alle Opfer und alle Betroffenen aufnehmen. Wir haben es gehört und erlauben Sie mir, dass ich diese Worte noch einmal vorlese. Die sind wie ein Geschenk für uns heute. Deshalb, als ich sie gelesen habe, wusste ich sofort, das ist die Lesung für heute, für jetzt. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es solle nicht regnen, und es regnete nicht. Und er betete wieder und gab der Himmel Regen. Und die Erde brachte ihre Früchte hervor. Das ist eine symbolische Sprache, die uns beschreibt, welche Kraft, welche Macht das Gebet hat. Was kann das Gebet eines Menschen bewegen? Dieser Regen nicht da und wieder da. Es ist ein Bild der Gnade Gottes, die hinabfließt wie der Regen. Deshalb schreibt der Apostel Jakobus in diesem Brief: Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten. Liebe Freunde, lasst uns diese heilige Messe jetzt gemeinsam feiern. Und der Gottesdienst hier von Bridgeport, in diesem Altar, soll eine besondere Einladung sein, dass wir tatsächlich unsere Gebete vermehren. Es ist die Stunde des Betens.
in unserer Pfarrei hier in Bridgeport beten wir jeden Abend in der Heiligen Messe mit Anbetung, mit Tesergesängen, mit schönen Liedern. Wir haben auch hier einige Freunde, die ihre Familien in der Ukraine haben. Alle sind eingeladen, egal welche Konfession, egal aus welcher Stadt hier. Alle sind eingeladen und wir beten jeden Tag, jeden Abend gemeinsam. Heute startet unser Gebet hier in Bridgeport um 5.30 Uhr. Das ist die erste Heilige Messe jetzt auf Deutsch, um 4 auf Englisch. Um 5.30 Uhr starten wir die Anbetung, um 8.30 Uhr die Heilige Messe auf Polnisch. Und wir beten dann vor dem Allerheiligsten den ganzen Abend bis zur Mitternacht. Morgen wieder und übermorgen wieder. Wer kommt, der kommt. Viele mögen mit uns beten. Auch Sie, liebe Freunde, liebe Schwestern, Brüder, auch Sie sind eingeladen, dort, wo Sie leben, wo Sie sind, zu beten. In Ihrem Haus, in Ihrer Familie, in Ihrer Kirche. Gott hört alle Gebete. Und das ist die Stunde des Gebetes. Zwei schöne Gebete habe ich heute im deutschsprachigen Internet gefunden, sie ausgedruckt und ich möchte Sie einladen, in dieses Gebet einzusteigen als Fürbitten heute. Wir beten für die Menschen in der Ukraine, die immer mehr Not leiden in der Eskalation mit Russland. Wir bitten dich, erbarme dich über die Opfer der Gewalt und hilf ihnen, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Steh den Familien der Soldaten bei in ihrer Sorge und Todesangst. Gib deinen Geist des Friedens in die Herzen der Mächtigen. Lass sie diplomatische Ideen voranbringen und neue Lösungen für die alten Konflikte finden. Gott, du siehst uns in all unserer Hilflosigkeit. Du hörst das stammelnde, angstvolle Beten der vielen Menschen in der Ukraine, in Russland, in Europa und weltweit. Herr, erbarme dich unser. Gott des Friedens, sprachlos und ohnmächtig kommen wir zu dir. Wir beobachten das brutale Geschäft des Krieges, steigende Aggressionen und Bedrohungen. Erfolglos scheinen alle Vermittlungen zu sein, die Angst vor Vernichtung und Leid geht um. In dieser Situation kommen wir zu dir, o Gott, und bitten wir dich um neuen Geist für Frieden und Versöhnung, um Einsicht und Bekehrung der Herzen. Mit deiner Hilfe wird es nicht zu spät sein, Entscheidungen zu ermöglichen, die Zerstörung und Elend verhindern. Im Namen all jener, die unmittelbar betroffen, bedroht und involviert sind, ersehnen wir das Wunder des Friedens für die Ukraine, Russland, Europa und für die ganze Welt. Du Gott des Lebens, des Trostes und der Liebe, wir vertrauen auf deine Güte und Vorsehung. Amen.
Zur Gabenbereitung singen wir das Lied Nummer 470 aus dem Gotteslob. 470, wenn das Brot, das wir teilen. 470. Wenn das Brot, das wir teilen, alles Rose blüht, und das Wort, das wir sprechen, alles Lieder erklingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Wenn das Leid des Armen uns Christus zeigt und die Not, die wir lenden, zur Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. In der Liebe, die alles umfällt. Lasset uns beten. Herr unser Gott, unter den Gestalten von Brot und Wein, die den Frieden und die Einheit bezeichnen, feiern wir das Opfer deines Sohnes, dessen Herrschaft Frieden schenkt. Stärke durch dieses Opfer den Geist der Brüderlichkeit unter deinen Kindern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und deiner Gnade zu rühmen. So sehr hast du die Welt geliebt, dass du deinen Sohn als Erlöser gesandt hast. Er ist uns Menschen gleich geworden in allem, außer der Sünde, damit du in uns lieben kannst, was du in deinem eigenen Sohn geliebt hast. Durch den Ungehorsam der Sünde haben wir deinen Bund gebrochen. Durch den Gehorsam deines Sohnes hast du ihn erneuert. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna, preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade.
Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, und wir erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Ermache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, dem heiligen Erzengel Michael, dem heiligen Vater Franziskus, dem heiligen Antonius und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Frank, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester, Diakone, alle, die zum Dienst in deiner Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm,
Knies dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Herr, gib uns deinen Frieden, gib uns deinen Frieden. Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Herr, gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden, Frieden, gib uns deinen Frieden, Herr, gib uns deinen Frieden. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
oder Samsung ist brauchend. Abbiamo un'ora temporale con chi ha, non bisogna mettere un sempre. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Lasset uns beten. Herr und Gott, du hast uns mit dem Leib und Blut deines Sohnes gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir den Frieden dienen, den uns Christus geschenkt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels. Sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die in der Welt umherschleichen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Vielen Dank für unser gemeinsames Gebet. Diese heilige Messe war wie eine Einladung, wie gesagt, zum Gebet. Und Sie können das Gebet jetzt fortsetzen in Ihren Häusern, Familien, überall, wo Sie sind. Vielen Dank für das Gebet heute aus Bridgeport. Zum Schluss singen wir ein wunderschönes Lied, Nummer 474. 474, wenn wir das Leben teilen. Was das letzte Gebet und das letzte Gesang auch ein Gebet um Frieden sein. Und ich möchte Sie schon heute unsere nächste Heilige Messe auf Deutsch einladen, wie immer am letzten Samstag im Monat. Wenn wir das Leben teilen wie das tägliche Brot, wenn alle, die uns sehen, wissen, hier lebt Gott, Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhört, Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt. Wenn wir das Blut des Lebens teilen wie den Wein, wenn man erkennt, in uns wird Gott lebendig sein, Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhört, Jesus Christ, du erneuerst unsere Welt.
wenn wir uns öffnen für den Herrn in dieser Zeit. Wege ihm bahnen, dass er kommt und uns befreit. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuest unsere Welt. Wenn wir die Liebe lieben, die den Tod bezwingt, glauben an Gottes Reich, das neues Leben bringt. Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuest unsere Welt. Wenn wir in unseren Liedern loben Jesus Christ, der für uns Mensch starb und auferstanden ist, Jesus Christ, Feuer, das die Nacht erhält. Jesus Christ, du erneuest unsere Welt.